Hallo. Servus, ich melde mich wegen Ihrem Damenschal. Hallo? Ja, herzlich willkommen zu einer Quonka-Folge zum Wachwerden. Tragt mehr Schale aus Damendarm. Ja, diesmal wird die Quonka-Anzeige am Freitag früh aufgenommen. Das heißt, gehen wieder kaum Leute ran. Deswegen werden wir einfach random hier durch die Anzeigen ballern und gucken, was dabei für ein Blödsinn rauskommt. Ohne Sinn, ohne Konzept, ohne Geduld. Einfach ballern, ballern, ballern. Servus. Sie bieten hier jede Menge Otto-Kataloge an. Ja. Wie viel wären das denn? Da bin ich jetzt im Moment auf Anhieb überfragt. Das ist eine ganze Menge. Warum, Warten wie? Sie mal gerade, ich habe hier noch irgendwo ein Zettelchen. Aber warum wollen Sie denn die ganzen Otto-Kataloge nicht mehr haben? Bitte? Warum wollen Sie denn die ganzen Otto-Kataloge nicht Ja, mehr? ich sammle die nicht. Ich habe die nur aufgehoben damals, weil die da so einen schönen festen Einband hatten. Ist das nicht das Also ich Prinzip bin eines kein Sammlers? Sammler. Bitte? Aber haben Sie nicht genau das getan? Ja gut, ich habe sie aufgehoben, aber Sie haben gesammelt. ja, wie Sie das wollen. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie gesammelt haben. Ja, und was wollen Sie jetzt von mir? Ihnen bewusst machen, dass Sie gesammelt haben. Sie haben ganz, ganz viele Otto-Kataloge gesammelt und ich möchte, dass Sie das verstehen. Das ist das Prinzip von Ballern. Ohne Rücksicht, ohne Verstand, einfach nur ballern, ballern, ballern. So, wer ist mein nächstes Opfer? Nee, Spaß. Wir wollen harmonieren und friedlich. Wir wollen ja einfach nur. Ich habe Magenkrämpfe, weil wenn ich früh ist nichts esse und ich bin dann eine Weile wach, dann fängt an, mein Magen zu kneifen. Und das macht mich ein bisschen aggressiver. Ich bin noch zu faul, mir jetzt erstmal was zu essen zu machen. Und dann die Arbeit. Ne? Man sollte erst arbeiten und dann essen. Damit man sich das auch verdient. Und wenn man dann auf Arbeit mit Aggression konfrontiert wird, dann muss man die immer an anderen Menschen auslassen. So einen verfickten Hunger. So, Zeit fürs Rindfleisch. Aber erstmal Quonka und dann wird aufgelegt. Servus, ja, hallo. Ich weiß gar nicht mehr, weswegen ich angerufen habe, aber ich melde, es geht um eine Quonka-Anzeige. Um was? Um eine Anzeige? Nee, um eine Quonka-Anzeige, ganz entspannt. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was Sie auf dem Kerbholz haben. Was wollen Sie denn? Nee, das ist ja. Ich melde mich wegen einer Quonka-Anzeige. Ich habe jetzt aber im Redefluss vergessen, worum es hier nochmal ging. Ach so, gut, wir haben uns auch nicht unterhalten, da haben Sie sich wahrscheinlich verwählt. Nee, ich bin ja gerade auf Quonka unterwegs und ich bin so Ach, ein. Quoqua, meinen Sie, ne? Quonka. Ja, so, was, Sie wollen was kaufen, ne? Ich bin ein Schnäppchenjäger und ich bin sehr gestresst. Ich habe noch nichts gegessen. Ich bin gerade aufgestanden. Ich würde das Ach, hören Sie Geschäft mal, gern. rufen Sie mich mal später an, ich bin jetzt gleich im Auto, ich muss dringend weg, Na, aber ich habe worum keine geht's denn? Zeit. Ich weiß nicht, worum es geht. Ja? Aber, Sie nee, wissen bitte, überhaupt nicht, wo. worum geht's denn? Es geht um gar nichts. Aber ich habe doch wegen einer Anzeige angerufen. Ich weiß bloß nicht mehr genau welche. Was haben Sie denn Sie haben reingestellt? sich, Sie haben überhaupt nicht angerufen bei mir. Ich rufe ja gerade bei Ihnen an. Was haben Sie denn da reingestellt bei Quonka? Vieles, gucke sich das an. Scheiße, es tut mir so leid. Scheiße! Ein Magnetophon war's. Ein Magnetophon. Nee, bei dem soll ich nie wieder anrufen, der wird mich umbringen. Farbmaus, Menschen, Rosetten, keine Nummer! Mann! Okay, ja, Scheiße. Alter, krasse Diskussion. Krasse Diskussion. So.
Ich fange an zu schwitzen, es ist so warm. Guten Tag, ich melde mich wegen Ihren Kätzchen. Ach so, gut, ja. Ja, okay, es tut mir leid. Ich habe zwei noch für. Okay. Naja, ich denke mal, daran lässt sich jetzt auch nichts machen, oder? Mit Weiße? Mit Ihren Kätzchen? Ja, ich habe zwei Kätzchen zum Verkaufen. Ja. Na, und sollen das mehr werden oder weniger? Also ich Was? habe, naja, das sollte man jetzt eigentlich nicht so an die große Glocke hängen, aber ich beschäftige mich mit den Klonen von Kätzchen. Und wenn Sie wollen, kann ich Ihre Kätzchen klonen. Also da würde ich zwei nehmen und da hätten Sie dann, ja, spätestens in einem Monat ungefähr 54. Na, ich würde Ihre Kätzchen klonen, wenn Sie möchten. Da müssen Sie die nicht jetzt hier verkaufen, sondern können Sie sozusagen vermehren. Klonen, Menschen kann man ja auch klonen mittlerweile durch künstliche Intelligenz. Ich bin sozusagen geklont. Nee, klonen. Ich weiß nicht, was du Klonen! genau. Nein, klonen! Verstehe ich. Klonen? Duplizieren! Wollen Sie kaufen oder nie? Nee, ich möchte sie klonen. Nee, ich verkaufe nicht. Es wäre ein riesiges. Es ist so eine sogenannte Sonderleistung, die ich anbiete. Nee, danke. Bitte. Ja! Okay, gut. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben, glaube ich, schon vier. Jetzt machen wir noch eine und dann mache ich mir endlich mein gottverdammtes Rindfleisch zum Frühstück. Ich bin nämlich gerade in der Rindfleisch- und Nudelphase. Also Vollkornnudeln mit Rindfleisch und Spinat. Die Scheiße haue ich mir jetzt seit 2 Monaten täglich rein, weil den Reis, den kriege ich nicht mehr runter. Und ja, also das Rindfleisch, das macht mich, also ich sehe langsam wirklich aus wie ein Rind. Man sagt ja immer, man isst, was man isst, und deswegen wollte ich kein Schwein essen, weil dann sieht man irgendwann aus wie ein Schwein, wenn man zu viel von dieser Scheiße frisst. Aber wie ein Rind kann man aussehen, weil Rinder, die sind, ja, das ist der Horn geladen. Stallhelfer gesucht. Oh, perfekt, perfekt. Willkommen bei Stallhelfer. Alles klar. Neue Tasse. Nee, Mann, Scheiße. Jetzt wird's knackig. Scheiße. Okay, wir ganz entspannt. Scheiße, haben wir alle keine Nummer hier drin. Oh, Scheiße. Suche Geldgeber, 100 Euro, keine Nummer und einfach ein Bild von dem Keyboard drin. Ich komme nicht mehr klar. So. Oh, ich komme schon ins Schwitzen. Ich will endlich duschen und essen. Jeder Tag startet mit einer Psychose. Das gibt's nicht.
Schon endlich Feierabend. Ich will einfach nur Feierabend. Ja. Ach, Gott sei Dank, ich brauche endlich meinen Feierabend. Ich melde mich wegen Ihrer Quonk-Anzeige, dem Goldankauf. Genau. Ja. Naja. Also Was Sie. kannst du für sie tun? Naja, mein erstes seriöses Geschäft heute abwickeln. Weil bisher bin ich nur an Pleiten geraten, Was haben sie denn? wo nur Quatsch bei rumgekommen ist. Ja, es geht. Ich telefoniere mich ein bisschen auf Quanker durch und die Leute, die haben mich teilweise nicht ernst genommen. Also ich habe mich wahrscheinlich nicht eloquent genug ausgedrückt oder meine Intention nicht deutlich genug rübergebracht. Aber ich denke mal, mit einem Geschäftsmann wie Ihnen kann man auf einer vernünftigen Art und Weise Sprechen kommunizieren. Sie einfach mal, was Sie für Ware haben. Ganz einfach. Ich möchte im Endeffekt einfach nur frühstücken gehen und langsam Feierabend haben. Ja, das sind Sie aber bei mir falsch. Ich sage jetzt mal, ich kaufe Gold an. Und ich wünsche Ihnen ein goldenes Wochenende und ich bin froh, dass Sie rangegangen sind, weil das war gerade Okay. echt ein Krampf. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende auch, Danke, gell? das Gleiche, ich mag Sie. Okay, gerne. Ja, ciao. Ciao. Ach, endlich. Oh, endlich Feierabend.